Sigrid Reis und Klaus Duhm sind die Menschen des Jahres in Stadtland. MWZ und Oldenburgische Landesbank zeichneten die beiden Rentner während des Neujahrsempfangs der Gemeinde Stadtland in der Markthalle Rodenkirchen aus. Der dritte Neujahrsempfang war deutlich besser besucht als die beiden ersten und übertraf damit auch die Erwartungen der Gemeindeverwaltung. Im Mittelpunkt stand die Ehrung der Menschen des Jahres. Beide bekamen eine silberne Anstecknadel mit der Silhouette der Seefelder Mühle und eine Urkunde. Eine dreiköpfige Jury aus Bürgermeister Klaus Rubesam, OLB-Filialleiter Ingo Lieken und MWZ-Redakteur Henning Bielefeld hatte sie gewählt.